So, Mensch, Daniela müsste jetzt auch mal so langsam aufstehen. Ich weiß gar nicht, wo die bleibt. So. Super. Mal rufen. Dani! Schatz, aufstehen! Die hört dich nicht. Dann musst du wohl mal zu ihrem Zimmer hochgehen. Trink du mal schön deinen Kaffee weiter, ne? Dani, Schatz, aufstehen! Dani! Dani! Schatz, du musst aufstehen! Dani! Seit wann schließt du die Tür ab? Dani! Horst? Kannst du eben mal hochkommen? Da stimmt was nicht! Hey, Horst. Was ist denn los? Ich komm! Komm mal, Mann, wo bleibst du? Die macht mich auf. Die macht mich auf. Daniela! Daniela, bist du da drin? Mach die Tür auf. Irgendwas stimmt da nicht. Ich geh mal zur Seite. Daniela! Hey, Daniela! Hey, aufwachen, Süße! Daniela, hey! Irgendwas stimmt da nicht. Dani! Dani! Ich glaube, die hat Tabletten genommen. Wie, die hat Tabletten genommen? Geh mal an die Seite, bitte. Wie, die hat Tabletten bleib ruhig, genommen? Monika, bleib ruhig, bitte. So, kannst du bei ihr sitzen bleiben? Ja, natürlich bleib ich bei ihr sitzen. Mach, beeil dich, beeil dich! Ich hol den Arzt. Schatz! Horst holt Hilfe. Was machst du für Sachen, Schatz? Hallo? Horst Hillen hier, guten Tag. Wir brauchen dringend einen Notarzt. Die Tochter meiner Lebensgefährtin hat Schlaftabletten genommen und ist bewusstlos. Ja, sie hat noch Puls und wir haben sie auf die Seite gelegt. Wir wohnen Rosenweg 3 in Bitte kommen Sie schnell, ich warte draußen auf Sie. Halt durch. Guten Tag, wir müssen in die erste Etage. Die Tochter meiner Lebensgefährtin hat Schlaftabletten genommen. Sie ist bewusstlos. Kommen Sie. Kommen Sie hinten durch. Na, endlich. Sie einmal zu mir rüber. Die Tabletten, die auf dem Nachttisch liegen, sind das, die sie ihre Tochter genommen hat? Wir gehen davon aus, die lagen jetzt da, ja. Wissen Sie, wie viel sie genommen hat oder wie viel da drin? Die war neu. Okay, dann können wir ungefähr abschätzen, wie viel sie genommen hat. Und du weißt, Hilfe ist jetzt da, die kümmern sich um die. Du kannst jetzt auch nichts machen. Mach dich nicht verrückt. Mach dich nicht verrückt. Das wird schon alles. Aufgrund der Schlaftabletten gehen wir davon aus, dass die Patientin einen Selbstmordversuch hinter sich hat. Da wir das Mittel und die Menge kennen, können wir sie dementsprechend gut behandeln. Ich habe keinen Schimmer, was in Daniela vorging, warum sie das getan hat. Nur gut, dass ich Ruhe bewahrt habe und dass die Sanitäter so schnell da waren. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn wir sie nicht rechtzeitig entdeckt hätten. Alles wird gut, mein Schatz. Du wirst schon sehen. Ich bete, dass sie wieder gesund wird. Ich frage mich nur, warum. Ich weiß es nicht. Sie ist in einem schwierigen Alter. Ein Tattoo von ihrem Vater im letzten Jahr. Ich war einfach nicht für sie da. Dass nach Olivers Tod mich einfach mehr um sie kümmern müssen. Mach dir keine Vorwürfe. Wir wissen auch gar nicht, wie der Hintergrund ist. Nur Daniela selbst kennt die Gründe. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass sie gesund wird und dass wir sie wieder mit nach Hause nehmen können. Frau Kaisers? Ja. Kaisers, hallo. Mein Lebensgefährte Hele. Hele, hallo. Ja. Mein Name ist Dr. Wagner, ich bin der Psychologe und Psychiater dieser Klinik.
Ich muss Sie außerdem darauf hinweisen, dass gleich die Polizei eintreffen wird. Moment, Polizei? Was hat denn die Polizei damit zu tun? Meine Tochter ist doch keine Kriminelle. Das ist richtig, aber immerhin hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen. Ja? Bis die Polizei da ist, bringe ich sie zu ihrer Tochter, okay? Okay. Ja? Kommen Sie mit. Wenn wir die Vermutung haben, dass ein Selbstmordversuch vorliegt, informieren wir umgehend die Polizei in jedem einzelnen Fall. Es muss ausgeschlossen werden, gerade bei Minderjährigen, dass es sich um eine familiäre Gewalttat handelt. Außerdem muss man die Gründe suchen, die dazu geführt haben. Und im Falle einer bestehenden Wiederholungsgefahr muss man das Kind auch vor sich selber schützen. Alles reden kannst, ja? Ich weiß, ich war die letzten Zeit mit Horst. Ich bin sehr mit mir selbst beschäftigt, aber Schatz, ey, du bist mein Ein und Alles. Du kannst immer zu mir kommen, egal was ist. Ob das in der Schule ist, ob du Probleme hast mit dem Lehrer. Sag mir, was los ist. Mama, du hättest mir nicht helfen können. Schatz, nichts ist so schlimm, dass man sich das Leben nehmen will. Das ist so, keine Ahnung. Schlaf erst mal gut, okay? Seit dem Tod meines Mannes vor einem Jahr. Ich bin so hoffnungslos überfordert mit dieser Situation. Wenn Horst nicht da gewesen wäre heute Morgen, ich wäre komplett ausgerastet. Ich hätte nicht gewusst, was ich tun soll. Und ich frage mich immer, warum? Warum? Ich hätte es verhindern müssen. Haben Sie eine Ahnung, wo sie die Schlaftabletten herbekommen hat? Die Schlaftabletten, die sind bei mir im Medizinschrank, im Bad. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Daniela, ich meine, dass sie da rangeht. Das sind Ihre Tabletten gewesen? Ja, das sind meine Tabletten. Ich leide seit einem Jahr, seit dem Tod meines Mannes, unter Schlafstörungen. Und ich hätte die besser verstecken müssen. Aber sie ist 14. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie an den Medizinschrank geht. Frau Kaisers, ist Ihnen in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen an Daniela? Irgendeine Veränderung, irgendwas Ungewöhnliches? Nein, also eigentlich nicht. Ich meine, ich bin natürlich die letzte Zeit sehr mit mir beschäftigt und bin seit 2 Monaten mit Horst zusammen und ja, verbringe natürlich auch sehr viel Zeit mit ihm. Und haben mir solche Vorwürfe. Hey. Hallo. Hallo. Frau Feldmann, auf die Frage von vorhin kann ich Ihnen jetzt definitiv sagen, dass die Daniela Kaisers noch nicht vernehmungsfähig ist. Ja? Mhm. Also es geht ja soweit gut, aber sie braucht dringend noch ein bisschen Ruhe. Mhm. Ich fände es besser, wenn sie heute noch alleine blieb. Das verstehe ich natürlich. Wir sind aber auch soweit durch mit der Befragung. Ich würde mir jetzt gerne einmal Ihre Wohnung anschauen und vor allem Danielas Zimmer. Warum das denn? Nun ja, das Motiv von Danielas Selbstmordversuch ist ja noch völlig unklar. Und jeder noch so kleine Hinweis kann uns jetzt weiterbringen. Wer weiß, vielleicht hat sie einen Abschiedsbrief geschrieben und den irgendwo im Zimmer deponiert. Stimmt, so weit habe ich gar nicht gedacht. Wissen Sie denn, ob Daniela vielleicht Tagebuch schreibt? Boah, nein, ich glaube nicht. Also sowas habe ich noch nicht bei ihr gesehen. Nein. Hm. Ach übrigens, den jungen Mann hier auf dem Foto. Ja. Kennen Sie den? Das Bild ist mir bisher nicht aufgefallen. Die Kinder haben heutzutage immer irgendwelche Poster und Stars an der Wand.
muss natürlich auch zugeben, ich war in der letzten Zeit so mit mir selbst beschäftigt, dass ich sehr selten in Danielas Zimmer war. Ich bin echt eine schlechte Mutter. Das machen sich mal keine Vorwürfe, Frau Kaiser. Die Kinder brauchen heutzutage auch Freiräume, ne? Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Sagen Sie, da drüben, ist das Danielas Laptop? Mhm, genau. Ja, Daniela sitzt eigentlich öfters daran. Ich nutze den Laptop eigentlich selten. Ich würde da gerne mal reingucken, Frau Kaisers. Ja, bitteschön. Ja? Ach, ist ja sogar noch alles offen. Da, erkennen Sie den? Das ist doch der Junge von dem Foto. Du bist meine absolute Traumfrau. Oder hier, Chris, du bist mein Seelenverwandter. Ich hab dich lieb. Wussten Sie das? Dass Daniela einen Freund hat oder dass sie verliebt ist? Nein, das wusste ich nicht. Normalerweise denke ich, hätte sie mir das doch auch gesagt, wenn sie einen Freund hat. Der war auch noch nie hier. Da, schauen Sie mal. Miese, fette Schlampe. Ich weiß gar nicht, warum ich dich geil fand. Da war ich wohl blind. Meint er damit wohl meine Tochter? Sieht ganz danach aus. Und der Umschwung kommt sehr heftig. Sicherlich auch für ihre Tochter. Erst diese große Liebe und dann auf einmal dieser Hass. Da muss irgendetwas passiert sein. So springt keiner mit meiner Tochter um. Der hat sie doch nicht mehr alle, dieser Blödmann. Wir müssen den sofort ausfindig machen. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, Frau Kaisers. Wir haben noch gar nichts in der Hand. Lediglich Hinweise, die wir noch überprüfen müssen. Ja? Wir müssen die Identität des Jungen überprüfen und sicherlich wird uns Danielas Aussage weiterhelfen. Aber dazu müssen wir noch bis morgen warten, wenn es ihr dann hoffentlich etwas besser geht. Hm. Ja? Okay. Gut, wir werden uns dann morgen noch mal im Krankenhaus sehen. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Ich glaube, wir haben einen guten Anhaltspunkt gefunden. Daniela scheint wohl richtig verliebt gewesen zu sein. Und plötzlich wird sie von ihrem Traumtypen aufs Übelste beschimpft, gedemütigt und beleidigt. Es ist schon denkbar, dass das zu solchen Kurzschlussreaktionen führen kann. Das muss ein echter Schock für sie gewesen sein. Und solche Beleidigungen sind kein Kavaliersdelikt und stellen alleine schon eine Straftat dar. Wenn der wüsste, was er mit seinen Beschuldigungen angerichtet hat, wie muss sich Daniela nur gefühlt haben? Ich nehme dich mit.